Mahlzeit. Tja, jetzt schnappt sie zu, die Falle, die IQ-Falle zum Beispiel. Ich gehe gleich mal drauf ein. Voraussagen 2014. Uns schwinden die günstigen Energiequellen, auf denen unsere Gesellschaft fußt. Oder uns fehlen zunehmend die hochbegabten Köpfe, die an der Lösung dieser energetischen Probleme arbeiten könnten. Und drittens, der ausgeuferte Sozialstaat fördert Unterdurchschnitt und Mittelmaß. Wenn er eines Tages nicht mehr finanziert werden kann, lassen sich die hungrigen und wohl auch etwas verwöhnten Massen nicht mehr still bzw. in Schach halten. Diese Aussagen, die traf Dr. Dr. Volkmar Weiß 2014. Ich habe mal kurz IQ-Falle Volkmar Weiß eingegeben. Gibt's überall mittlerweile wieder. Das Buch war dermaßen gefragt. Ich hatte es damals, hier ist es. Pardon. Das Buch war dermaßen gefragt, dass es ausgelaufen war. Ich hatte es 2010 gekauft und dann war es irgendwann vergriffen. Und jetzt das Neue, die zweite Auflage, kostet wieder genauso viel, 28,98, ist jetzt wieder lieferbar, funktioniert also, kann man, muss man nicht bei Amazon kaufen, aber wo auch immer, jedenfalls klappt es endlich wieder. Brisanter Stoff, tja, dann habe ich natürlich noch ein bisschen geguckt, und zwar das andere Buch, das habe ich auch gekauft, Die Intelligenz und ihre Feinde, ein Interview, auch über das Thema Familienförderung für die intelligente Mittelschicht, alles von Volkmar Weiß. Entschuldigung, Dr. Dr. Volkmar Weiß, aber das wird er mir nachsehen, wenn er das Video sehen würde. Wenn man hier auf dieser Seite, ich werde diese Seite hier verlinken, wenn man hier ein bisschen guckt, kann man sich den kompletten Text, also das gesamte Interview, runterladen. Das habe ich mal gemacht und daraus habe ich eben diese Aussagen. Uns schwinden die günstigen Energiequellen und so weiter und so fort. Die habe ich da mal rauskopiert und in ja, den Aufmacher des Videos getan. Uns schwinden die günstigen Energiequellen und so weiter. Das muss ich nicht nochmal alles wiederholen. Es wird spannend. Also wer das liest, der sieht einen riesigen Einblick, muss sich nicht unbedingt gleich das ganze Buch kaufen, aber das lohnt sich auf jeden Fall. Wohlgemerkt, 2014. 2014 vorhergesagt. Wahnsinn. Na schön, das ist das eine. Andererseits gucke ich ja jeden Tag auf die Heizölcharts und was mich immer wieder ein bisschen verwundert hat, Heizöl ist das Endprodukt. Wenn ich jetzt die Rohöle mir angucke, na nu, der Preis ist gefallen. Das ist tagesaktuell hier. Der Preis ist gefallen. Oder nehmen wir das Gasöl. Der Preis war gefallen. Oder nehmen wir US-Öl, der Preis ist gefallen. Moment, gut, wir gucken mal auf ein Jahr. Ja, was ist passiert? Das ist ein Jahr. Gucken wir mal auf 3 Jahre. Ja, hier gab es das war hier der Tag, wo Russland in der Ukraine einmarschiert ist. Aber trotzdem, was ist los? Gucken wir noch mal das Gasöl an. Und nun. Ne, kurze Sprünge, weil die ganze Welt verrückt wurde, kurzzeitig. Das ist das eine. Ich habe dann mal nach Gaspreisen geguckt. Oh, na nun. Immer nur, was ich alles gesehen habe, bis ich dann zum Glück was Richtiges gefunden habe, immer nur im Januar hat es aufgehört. Aber selbst hier wieder ein Rückgang. Das ist, wohlgemerkt, das ist der Preis der Einkäufer. Gucken wir mal hier. Die Tagesschau, ja, da hört es leider hier auf. Ja, da fehlt mir doch was. Oder hier. Und, bis wohin geht's? Bis 02:22. Nanu? Oder was ist hier? Und zwar, ich habe mich hier auf die Quelle bezogen. Die Quelle De Statis. Also, Statista. Nein, De Statis. Und hier hört es auch schon auf. Aber wenigstens bis Februar geht's und da ist der Abwärtstrend wieder zu beobachten. Seltsamerweise, was ist hier? Hier, nochmal größer. Ah, hier sind wir im Juni. Also, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Hier, das war dieser Peak. Einmarsch der Russen. Und dann wieder runter.
Irgendwas stimmt nicht, ne? Sollte uns alles zu denken geben, wenn ich jetzt wieder dazu zurückkomme. Ja, nur Bildung hilft. Aber das und die Voraussage von Dr. Dr. Weiß hat ja funktioniert. Der ausgeuferte Sozialstaat fördert Unterdurchschnitt und Mittelmaß. Ja. Und wenn er eines Tages nicht mehr finanziert werden kann, lassen sich die hungrigen und wohl auch die etwas verwöhnten Massen nicht mehr still bzw. in Schach halten. Das haben wir ja alles mitgekriegt. Bleiben Sie beim Thema, meine Damen und Herren. Und trotzdem, also wenn Sie dann kommentieren und trotzdem, ich sage nur, Bildung hilft, dann kann man sich zum Beispiel diese ganzen Kurven mal angucken. Das ist auch sich ein Bild machen, sich bilden. Mal nachgucken, was passiert ist. Hier. Gut, immer dran denken, das kommt immer auf den Maßstab an, ne? Aber unterm Strich hier, was ist los? Ja, das werden wir dann in den Kommentaren lesen. Keine Schimpfereien, keine Bosheiten, keine Aufrufe zur Gewalt. Sowas muss ich löschen. Lösche ich auch von mir aus, denn es geht mir auf den Senkel. Und bitte richtig schreiben. So richtig wie möglich. Damit es die anderen auch verstehen. Denn wenn ich ohne Punkt und Komma alles hinklatsche oder mit tausend Kuckucks und grinsenden Uhus versehe und Herzchen und so weiter, dann ist der Textzusammenhang nicht mehr gegeben. Also, ich wünsche Ihnen allen alles Gute bis zum nächsten Video und ich bin gespannt. Na dann. Tschüss, tschüss.